Ich habe einen extrem stressigen Job, habe viel mit Leben und Tod zu tun, viel mit Krebs zu tun. Und ich habe auch schon mehrmals im Leben dem Tod direkt in die Augen geguckt. Ich gehe aus der Praxis hier hin, gehe erstmal 5 bis 10 Kilometer laufen jeden Tag. Und dann nach dem Motto geht's weiter, let's do it und Vollgas. You're gonna need a bigger chainsaw to cut me down. You're gonna need another horse to drag me round. Die Momente, die im Leben richtig zählen, ist auf höchstem Niveau, was überhaupt möglich ist, Sachen zu genießen. Das muss weitergehen. Lebe auf letzter Rille, und zwar jetzt. Dein Blut brodelt, deine Haare gehen hoch, du bist so wach, als ob du 6 Latte Macchiato hintereinander getrunken hast. Für mich ist das einfach totale Freiheit. Also jeder, der noch nie in solchem Auto gesessen hat, kann sich nicht vorstellen, was damit möglich ist. Der Porsche 911 ist das stabilste und das Allround-mäßigste und extremste, was man sich vorstellen kann, was in der Regel nie kaputt geht. Das Wichtigste ist einfach die extreme Standfestigkeit. Die Achsen sind verbreitert, die Achsen sind extremst stabilisiert. Das heißt, wir haben eigentlich versucht, die Komponenten, die Porsche entwickelt hat, weiterhin zu benutzen. Das Getriebe, den Motor auf jeden Fall. Und da haben wir wirklich geschraubt und viel Know-how und auch viel Technik reingesteckt. Die Porsche-Ingenieure, die in den 60er Jahren diesen 911 entwickelt haben, die wissen gar nicht, was sie damit ermöglicht haben. Also es begann mit irgendwelchen Straßenrallyes hier innerhalb Deutschlands. Dann ging es los im Marlboro Abenteuerteam. Da habe ich 89 gewonnen, 90 Camel Trophy. Und dann ging es los mit der Transsibirien-Rallye. Wüste, Geröll, wo noch nie einer war. Nur Hardcore. Wir haben ja gesagt, zwischendurch ist Krieg ohne Mord, weil wir ungefähr 20 Stunden am Tag in Gange waren. Und dann haben wir jede Nacht durchgeschraubt, jede Nacht durchgeschraubt. Mit dem Schrauben, das habe ich bis heute nicht gelassen. Für mich ist es eine absolute Erholung. Ich schätze, dass ich ungefähr 20 bis 25 Stück von diesen Exemplaren gebaut habe. Und alle unterscheiden sich. You're the only one who brings me comfort, so won't you please calm me down? Die ganze Gesellschaft ist übersättigt von Lackputzern, die richtig einen an der Klatsche haben und von morgens bis abends nur putzen und warten, dass sie irgendwann sterben, weil sie nichts erlebt haben. Das ist nicht mein Ding, ey. Du musst jetzt leben. Morgen kann das Leben vorbei sein. Vollgas.